Willkommen zurück, meine Freunde. Hier ist wieder euer M-Motherfucking 3D bei Spore. Wir haben ja hier erstmal diese Viecher platt gemacht. Ich wollte noch mehr platt machen. Die haben jetzt nur 6 Essen nach Hause geliefert. Das ist natürlich für so eine große Gruppe, wie wir sie hier haben, ist das nichts. Das ist absolut nichts. Mit dem Lagerfeuer kann man gar nichts anfangen, merke ich gerade. Ein anderer Stamm greift an. Ja, lassen doch. Wobei, die sind doch noch. Oh. Lass sie vielleicht doch nicht, hä? Die gehen anscheinend gleich voll in die Vollen hier. Wir lassen uns nicht überraschen. Wir gehen direkt drauf. Wäre am besten für uns, denke ich mal. Boah, haltet euch von unserem abgegammelten Lager fern. Nein, sie wollen zu den Angelsperren. Das verhindern wir. Oh, wir sind aber stärker als die. Das muss man ja auch uns erstmal gut schreiben, ne? Wir machen die gerade richtig platt. Komm, jetzt auf den drauf. Die dürften ja auch Essen ab. Oh. Will der Essen klauen oder was? Bleib mal schön hier, mein Freund. Mach ja keine unüberlegten Taten hier. Die müssen wir doch auch essen können, oder? Eigentlich. Ja, wir kämpfen gut. Wir kämpfen sogar sehr gut. Das hätte ich nicht gedacht. Oh, einer ist gleich tot. Halt dich aus dem Kampfgeschehen mal ein bisschen fern. Komm, geh weg. Na, der kämpft bis zum bitteren Schluss. Das ist ja auch mal interessant. Respektabel, aber leider auch nicht gerade clever. Ja, wollen wir mal hoffen, ob wir davon jetzt Essen kriegen, ne? Warte mal, sie haben uns jetzt angegriffen. Das heißt, da sind noch 3 Stück und ein Baby. Ja, komm, drauf. Wir probieren es jetzt einfach mal. Mir fällt nichts Besseres ein, ehrlich gesagt. Einer von uns ist gefallen, ist halt so, macht aber gar nichts. Aber die müssten wir doch jetzt klein kriegen. Vor allem, wenn sie jetzt auch gerade abhauen, das ist auch ein guter Vorteil. Sie versuchen nämlich Essen zu angeln. Ach so. So funktioniert das Angeln. Jetzt habe ich es gecheckt. Also könnte man eigentlich gut an Essen kommen, wenn wir die platt machen könnten. Komm, geht drauf. Lasst ja keine Sekunde Zeit. Wir machen das so. Die zwei hier gehen wieder auf das Hauptgebäude. Jawohl. Und die anderen sollen einfach den platt machen. Jawohl. Metzelt den nieder. Sehr schön, Freunde. So geht das. Warte mal. Jetzt nehmen wir mal lieber alle da drauf. Und drauf. Komm. Das klappt. Das Lager könnte auch uns gehören. Ja, wilde Tiere wollen ein Futter stehlen. Ich gebe jetzt auch am Arsch vorbei. Ich habe jetzt hier gerade Wichtigeres zu tun, ehrlich gesagt. Denn da vorne können wir dann auch angeln. Das ist dann richtig ein großer Vorteil für uns. Einer ist gerade erwachsen geworden. Aber den nehmen wir trotzdem nochmal mit. Den machen wir auch noch platt. Ach, es sieht sehr gut aus. Wir verlieren keinen einzigen. Ich habe gedacht, wir verlieren unseren Stammesfürsten, aber sieht nicht so aus. Wir machen sie gerade sehr gut nieder. So. Der ist jetzt auch platt. Und direkt drauf, komm. Mach das scheiß Lager platt. Das kann jetzt ein bisschen dauern, logisch, klar. Aber danach können wir hier noch ein bisschen angeln und können gutes Essen nach Hause bringen. Das freut mich gerade sehr. Boah, wir sind erschreckend gut, ne? Also, hab ich nicht erwartet, also das, ich dachte, wir sind jetzt eigentlich ziemlich schlecht dran. Kurz gesagt, wir sind am Arsch, aber ist nicht so. Hier greift nichts an, das ist sehr schön. Wenn wir wieder ein bisschen Essen haben, können wir wieder ein paar Kinder auf die Welt bringen. So, bei uns gibt es komischerweise keine Oh doch, hier hätte man Fische gefunden. Ha, habe ich nicht gewusst, aber jetzt weiß es. Also können wir schon mal gut an Essen drankommen. Das ist natürlich die seichte Weise, aber okay, ist halt so, ne? Alter, das Scheißding hält aber auch viel, viel, viel aus, ne? Aber jetzt, wo wir die Chance haben, machen wir es auf jeden Fall platt. Es geht gut voran, also. Hätte ich schlimmer gedacht, ne? Vor allem unser Stammesfürst lebt noch, das freut mich am allermeisten. Ich habe echt gedacht, der kratzt uns ab, aber nein. Wir haben keinen Schaden davon genommen. Was haben wir hier noch so Schönes? Nichts, sind alles nur Pflanzen. Okay. Dann gehe ich mal ein bisschen weiter nach vorne, damit ihr was besser sehen könnt, ne? So. Und gleich ist es niedergerissen. Juhu! Aha, wieder Sperre und Rüstungsteile bekommen. Oder Waffen und Rüstungsteile, weiß ich nicht genau. Yeah, Toter Nummer 3. Wie viele brauchen wir denn? 5 oder was? Du hast das Gründorf zerstört. Dein Stammestotem ziert nun ein drittes Totemteil. Die Werkzeuge und Outfits des besiegten Stammes sind nun in deinem Stammesplaner verfügbar. Dankeschön. Damit können wir auch gleich wieder unsere Kreatur verändern. Oh, unser Lager wächst. Oh, wie edel das aussieht. Oho. Das geht gut voran. Wir sollten doch jetzt eigentlich mal bös respektiert werden, oder? Ohoho.
Dein Stamm entwickelt sich weiter, deine Hütte wurde erneut verbessert und dein Stamm kann nun wachsen, bis er das Maximum von 12 Mitgliedern erreicht hat. 12 Mitglieder. Fett. Das nutzen wir auf jeden Fall. Wartet, wir gehen jetzt erstmal hier angeln. Zumindest die, die es können, die machen es jetzt auf jeden Fall, ne? Anscheinend kann es bei uns jeder. Aha, hier können wir noch mal... Ach so, wir können denen ihr Essen mitnehmen, was die hatten. Interessant. So sieht es aus, wenn die jetzt ja angeln würden. Sie pieksen rum und holen sich da direkt was. Das ist ja cool gemacht. Ja, schön. Das ist wohl die friedliche Variante. Die hätten wir mal früher ausprobieren können. Boah, wie viele Leute wir jetzt haben können, ne? Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Wann bringen die das Essen nach Hause? Wie lange dauert das jetzt? Der ist ja schon mal voll. Ah, müsste schon eigentlich nach Hause liefern können, oder? Aber irgendwie ja auch noch nicht. Tja, schwierig. Ich könnte nichts drücken. Na, jetzt. Einer trägt schon mal. Der zweite trägt und der dritte müsste auch schon tragen, oder? Oder nicht? Egal, die zwei hier sollen erstmal das Essen von hier nach Hause liefern. Ich meine, hier ist ja noch richtig viel. Hoffe ich zumindest. Sehr schön. Der hat auch Essen bei sich. Na, jetzt kriegen wir, glaube ich, richtig viel Essen nach Hause. Das freut mich gerade. Unsere Leiste ist auch schon wieder bös gestiegen. Tatsache, wir müssen noch zwei Lager zerstören. Ja, die brauchen natürlich länger. Die haben keine Sperre. Dürfte ich mal so erahnen. Aber okay, sie kommen an Essen dran. Das ist wichtig. So, was können wir hier machen? Im Lagerfeuer noch gar nichts. Unser Essen ist komplett leer. Das ist doof. Aber ist halt so, ne? Muss man sich dran gewöhnen, langsam. Wir haben jetzt hier gleich ein bisschen Essen. Vielleicht passt es ja für das nächste Gebäude. Dann stellen wir uns auf jeden Fall Waffen her. Oh, plus 10. Komm, ruf damit. Plus 10. Na, das ist doch luxuriös. Eigentlich sollten wir mal mehr Leute herstellen. Erstmalig. Wobei, wenige Leute, dafür gut ausgerüstete, sind manchmal besser als viele Leute, die schlecht ausgerüstet sind, ne? Schweißbrenner. Schweißbrenner zerstören Werkzeugschuppen und Hütten, fügen anderen Stammesmitgliedern aber kaum Schaden zu. Mit Wurfsperren können deine Stammesmitglieder aus sicherer Entfernung angreifen. Ist auch cool, auf jeden Fall. Nehmen wir lieber mal erstmal die Sperre, ist klar. So. Die meisten sollten sich jetzt mit Sperren ausrüsten dürfen, vor allem die, die dann geboren werden. So, wir können mal gucken. Hier unten müssten wir jetzt nochmal erstmal angeln können. Das sollte auch langsam mal passieren. Da greift jemand an, ne? Sehe ich das richtig? Schnucki! Ah, der Häuptling reißt ihm mal kurz den Kopf ab. Ist gar kein Problem. Machen wir uns keinen Stress draus. So. Es ist scheiße, dass die jetzt so weit auseinanderlaufen, denn wir können auch leicht angegriffen werden, wie man hier gerade gesehen hat. Wir haben unser Essen weggenommen. So sieht die Tatsache aus. Okay. Hier ist noch ein bisschen Essen zu holen. Das holen wir uns auf jeden Fall noch, bevor wir nach Hause gehen. E.T. nach Hause telefonieren, wisst ihr ja. So, wir stellen jetzt erstmal wieder ein Baby her. Jetzt haben wir noch 19 Essen, ist klar. Wann kann ich jetzt das nächste? Ah, jetzt, okay. Die werden auf jeden Fall zu Speerwerfern ausgebildet. Noch ein Baby. Ich will viele haben, wir brauchen viele. Massenbetrieb, warte mal, der Häuptling, der bleibt mal lieber im Lager. Der gehört immerhin auch zu den Stärksten, darf man nicht vergessen. Okay. Der Häuptling könnte versuchen, hier zu angeln, eigentlich. Warum denn nicht, ne? Obwohl, er hat eigentlich gar keine Angel oder sowas, ne? Also so ein Speer. Nee, lass mir den mal lieber im Lager. Der könnte das machen, genau. Wenn er das jetzt abgelegt hat, dann werde ich den da zum Angeln zuweisen. Sehr schön. Hier. Und noch mehr Babys, bitte. Wir beobachten mal die anderen. Ich habe Angst, dass sie sterben. Die angeln da unten weiter, das ist ja ineffektiv. Nehmen wir das Essen nicht einfach mit. Na, doch, vielleicht schon. Das bringen sie jetzt nach Hause. Die halten wir jetzt auch nochmal in Beobachtung. Oh, sehr schön. Es sind zwei neue gekommen, glaube ich. So, der kriegt jetzt auch nochmal ein Baby. Jawohl, immer schön erwachsen werden, Freunde. Das muss so sein. Angreifer in Sicht. Könnte auch von hier sein. Na, schwierig. Die könnten uns eigentlich nicht gefährlich werden. Das packt einer von uns alleine.
Ohohoho. Weg von da, komm, es reicht langsam. Ihr geht hier runter angeln. Denn ihr habt ja alle eine Angel. So, jetzt versuche ich mal meine Leute wieder zusammen zu kratzen. Die nehmen jetzt mal Wurfsperre in die Hand. Das ist schon mal richtig so. Waren es die den Befehl zum Angeln bekommen haben? Ich glaube ja, ne? Egal, zur Not tue ich den Befehl nochmal erteilen. Man weiß es ja nicht, ne? Am Ende rennen sie mir sonst wieder weg. Das wäre nicht ganz so geil. Ah, Stamm ist voll. Okay. Speer. Ach, da werden wir angegriffen. Okay, ja, die dürften keine großen Feinde sein eigentlich. Warte. Oh. Mai, die ist erwachsen geworden. Hol dir jetzt erstmal einen Speer in aller Ruhe. Auch wenn wir angegriffen werden, ist halt so. So. Nicht, dass sie die schon wieder komplett auseinandernehmen, wo wir gerade mal frisch Erwachsene bekommen haben. Nee, sieht aber gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Sie sind auseinandergenommen worden. Okay, das war von dem oberen Lager hier, habe ich gesehen. Ha! Das jetzt leer ist, wir gehen natürlich richtig in die Vollen mal wieder. Dürfte man ja langsam von uns kennen. Die sind ja, okay, die sind ein bisschen aggressiv, aber können eh nichts ausrichten. Die sind auch aggressiv, können auch nichts ausrichten. Sind die hergekommen, verdammt. Na gut, komm, wir nehmen sie auseinander, damit wir wenigstens Essen haben unterwegs. Das ist schon nicht verkehrt. Sehr schön. Dich auch noch auseinandernehmen. Du bist auch noch ein großes Vieh. Okay, und jetzt gehen wir hier rüber. Da lebt wieder einer, warte mal. Oh, da leben wieder drei. Aber egal, das ist noch nicht gefährlich. Okay, die natürlich leben drei. Die sind natürlich komplett auf uns zugekommen und dadurch wurde das Lager wieder ein bisschen regeneriert. Bringt denen aber auch nicht viel, weil wir werden die jetzt platt machen, Freunde, und dann gehört uns denen ihr Lager. Essen scheinen sie aber kein zu haben, irgendwie. Ah, aber das Zeichen steht wohl für Stehlen. Okay, der Häuptling ist gleich tot. Und zwar genau jetzt, unser natürlich auch gleich. Deswegen mal jetzt voll drauf auf den anderen Axtkämpfer hier. Sehr gut. Und der Häuptling darf nicht sterben, also ich will nicht, dass er stirbt, sagen wir es mal so. So, und jetzt noch auf den. Dann greifen wir wieder fette Gebäude an. Der sieht sehr schwach aus, aber okay, der lebt noch. Ja, schön. Das nächste Lager, das aufs Maul kriegt. Ah, die gehören noch zu den Schwächeren. Hier sind die... Oh, wir werden angegriffen hier unten, kann das sein? Fuck. Die Schweine sind uns umgangen. Ja, ich könnte den ihr Lager auseinandernehmen. Wenn ich das als erstes schaffe, dann verschwinden die komplett. Sieht nicht so aus, als ob ich das schaffen könnte. 620, wie sieht's bei uns aus? 630. Kann man schaffen, Freunde, kann man schaffen. Sie greifen aber auch nur in minderer Zahl an. 595. Ah, wir schaffen es definitiv. Sie müssten ja dann wirklich ausgerottet sein, hoffe ich wirklich mal. Wenn nicht, gibt's ein kleines Problem. 411. 403. 520, ja. Das klappt schon. Also da bin ich jetzt noch ganz beruhigt, ehrlich gesagt. Auch wenn es vielleicht nicht clever ist. Hier ist 300. Jawohl, kommt. Zerreißt das Ding mal jetzt richtig. Eigentlich dumm von denen, ne, dass die nicht ihr Lager verteidigen wollen. Aber auch dumm von uns, dass wir es nicht machen, ne? Oh, ich riskiere jetzt gerade viel. 417, 404. 106, 104, 99. Komm, haus nieder. Lass die zerstört sein. Komm, 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 komm. Haus weg. Ja. Wieder neue Sachen bekommen. Juhu. Hoffentlich sind die ausgerottet. Bitte, 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 bitte. Müssten ja eigentlich, weil wir ein neues Totem bekommen, oder? Du hast das Lavendeldorf zerstört. Ihre Werkzeuge und Outfits gehören nur dir. Du findest sie in deinem Stammesplaner. Dein Totem ist fast vollständig. So, jetzt schnell zurück. Schnell, 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 schnell. Der Plan ging nicht auf. Definitiv nicht. Scheiße. Okay, die könnten auch von einem anderen Lager sein. Ne? Ich weiß es ja gar nicht. Oh, unsere eigenen Tiere zerstören uns. Ihr Schweine, Alter. Das ist ja richtig fies. Fuck. Komm, runter da, runter, runter, runter. Wir müssen jetzt einen Vollangriff starten. 199 nur noch. Oh. Mann, 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 Mann. 165. Wie lange braucht ihr noch?
Da sind sie. Komm, 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 renn. 133. Reiß die Schweine nieder. Macht sie platt. Macht irgendwas. Ihr repariert das Lager. 71. Komm, reparier's. Jetzt sind sie nämlich mit Kämpfen beschäftigt. 58. Alter. 58, verdammter Shit. Jeder Treffer könnte jetzt gefährlich werden für unser Lager. Das ist einfach so. Oh. Es darf jetzt nichts schief gehen, Freunde. Gar nichts. Nicht mal annähernd. Einer ist gestorben. Macht nichts. 58, ist okay, ist okay. Wir scheinen es zu überleben. Ganz knapp. Komm, mach die weg. Hau sie um. Jawohl, das ist der letzte, glaube ich, oder? Nein, da ist noch einer. Okay, okay, okay. Oh, der ist gleich tot. Der ist gleich tot. Ah, Gefahr abgewendet. Repariert das Scheißding. Verdammt. Alter, war das knapp, ne? Häuptling. Ach, nur der Häuptling kann es reparieren. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Ah, nee, die anderen helfen. Gut. Ja. Das war sehr knapp, behaupte ich mal. Dann geht ihr jetzt mal Essen beschaffen. Würde ich mal behaupten, weil wir brauchen Essen, damit wir uns wieder mal ein bisschen stärken können. Ui, 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 ui. Wartet mal, wir gucken mal. Geschichte, das muss ich nicht machen. Hier drauf drücken, genau. Und zwar jetzt mal hier. Gucken, ob wir mal noch ein bisschen was verändern können. Uns ein bisschen stärken vielleicht. Wir haben 20. Kampf 3, Sozial... Oh, Kampf 5. Was gibt diese Maske? Das ist die hier oben, ne? Kampf 3, Sozial 3. Nee, das ist die gar nicht, oder? Was ist das hier für eine Maske, verdammt? Kommt die von hier? Das ist die, ne? Gesundheit 5, ja, die lassen wir auf jeden Fall dran. Sammeln 5, ja. Auch wichtig eigentlich. Was haben wir hier? Kampf 3, Gesundheit 1, Gesundheit 4. Ah, okay, komm. Noch geht nichts, leider. Aber das kriegen wir auch noch hin. So, hier können wir wieder raus. Unser Lager wird langsam aber sicher wieder aufgebaut. Es war sehr knapp, Freunde. Aber wir brauchen nur noch eins besiegen und dann kommen wir in die nächste Stammesphase. Juhu! Ich würde einfach mal sagen, das machen wir doch vielleicht in der nächsten Folge. Tschüss!